Oh, wir haben es endlich geschafft. Das war aber auch wieder eine knappe Geschichte. Alter, und wir kriegen nur so viel. Triadenvollstrecker-Outfit und 1000 Hongkong-Dollar. Das ist ja ein Witz für so eine schwierige Mission. Halleluja. Ich glaube, ich muss ein paar Missionen dann sogar nochmal machen. Weil ich einfach nicht auf die Triadenpunkte komme. So, zusätzlicher Schaden durch alle Schlagangriffe. Ja. Das heißt, wir machen mehr Damage. Aber ich komme so nicht auf die Stufe 10. Ah, schwierig. So, was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, wir machen zuerst mal den neuen Fall. Motorrad, steht das noch da hinten? Ja, da steht das sogar noch. Sehr schön. Steigen wir da mal auf. So. Ja, gestaltet sich ein bisschen schwierig hier rauszukommen. So, gut. Ab geht's. Mal schauen, was wir jetzt für einen Auftrag haben. Oh. War ich nicht, hoppla. Tut mir leid. So, noch keinem aufgefallen ist, dass hier die Polizeizentrale ist. How am I supposed to do my job when you keep stonewalling me at every fucking turn? Fine, sir. I understand. I just I'll figure it out. Everything all right? These fucking politicians. They want me to clean up the streets, but they won't give me the resources I need to do it. We got something for you, and I'm all you need to close it. Yeah, well, it better be good. I'm in a pretty shitty mood right now, I'm not gonna lie. Kidnapping down at the K-Bar. Russian hostess. Probably here illegally. I'm gonna investigate it further, but I wanted to give you the heads up. You know, I keep waiting for the other shoe to drop with you, but you've really helped us out a lot lately. Let me know what you find. Gut, dann gehen wir da mal wieder runter. Ja, das Rennen muss ich auch noch machen, aber ich weiß nicht, wann ich das alles machen soll. Stimmt, ich muss ja dann auch nochmal dazwischen Autos klauen und sowas, damit ich mir alle Autos holen kann. Naja, wir machen jetzt mal ein bisschen Story. Stimmt, die ganzen Rennen muss ich auch noch machen. Halleluja. Na gut. Eins nach dem anderen. Sonst mache ich mich kopfmäßig nur verrückt, dass ich doch noch einiges zu tun habe. Oh, der pinkelt da hinten. Erstmal schön anleuchten, damit er sich erst recht nicht beobachtet fühlt. So, wir fahren da mal rüber. Ui, das war... Hui. Und nochmal hui. Oh. Da habe ich leider doch gestriffen. Extrem weit haben wir sie ja zum Glück nicht. Steht zwar 1300 Meter, aber ich glaube, da sind wir relativ bald da. Was haben wir hier? Ah, wieder den üblichen Käse mit dem Auto oder das, was ich ja eh auch reingeschnitten habe. Holst einfach jemanden aus dem Kofferraum, kriegst ein bisschen Geld oder verfolgst irgendeinen Typen, dann musst du wieder alles zurücklaufen, weil du dein Motorrad holen musst. Weil das in etwa genauso lange dauert, wie einfach ein neues Motorrad rufen. Besten ist ja dann, wenn man dann diesen Servicetypen anrufen will und der ist nicht da. Ist einfach die Nummer aus dem Telefonbuch weg. Also aus der Telefonliste, der Anrufliste, so. Manchmal ein bisschen merkwürdig. Hoppala. Zum Glück interessiert die Polizei nicht, wenn man einen umfährt. Erst wenn man zwei, drei Leute umfährt, dann wird die Polizei hellhörig. Aber eine Person, gar kein Thema. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, da. Ich weiß nicht, wie ich da oben hinkomme. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, da komme ich storymäßig noch rein.
Falls wir storymäßig nicht reinkommen sollten, dann muss ich mir ein Video anschauen. Oder vielleicht ist es eh ganz einfach und ich habe es einfach übersehen. Aber das kriegen wir so schon hin. So, dann gehen wir da mal hin zur K-Bar. So, mit Iliana muss ich quatschen über Kartuschka. Da wollte mich gerade das Spiel dreimal um den Block fahren lassen. Gefühlt, dass ich mit Iliana quatsch. Da ist die eh da drin. Okay, was will aber der Typ? Hat er was zu verkaufen? Couch, Tisch und Läufer, ein Blickfang in jedem Wohnzimmer. Kauf mal. Ja, fürs Haus und Central. Krass, okay. So, dann quatschen wir mal mit Mr. Chan. It's Mr. Chan to you. What do you want? I got a couple questions about Katushka. Why the hell would I tell you anything? My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the son on Yi. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Shen. I didn't know. I have nothing but respect for the son on Yi. Please, I will help you any way I can. How do you know Katushka? We are friends. Friends? You fuck with me, Chan. Okay. Okay, we had an arrangement. I paid for her apartment, got her clothes, jewelry. She was appreciative. Have you seen her recently? No, not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa. But I do not know how to get papers. I cannot marry her. I got a wife already, you know? Der hat schon eine Frau, ja. Leute, das sieht man wieder. Ihr müsst euch an die Spiele halten. An alle Leute da draußen, die treu sind, ihr macht was falsch. Oh Gott, ey. Also an Spielen darf man sich halt überhaupt nicht orientieren. So, aber aufs Motorrad und dann fahren wir mal zu ihrer Bude. Ich muss sagen, was mit Kartuschka passiert ist, ich musste immer an die Kartusche denken. Tut mir auch wahnsinnig leid. Aber ich will echt wissen, was mit der los ist. Ich glaube, wir... So, da bin ich wieder. Das Spiel ist einfach bei mir abgeschmiert. bisschen, ja, problematisch. Ich habe natürlich dazwischen nicht speichern können, aber anscheinend wurde das genommen und wir müssen Hinweis 1 verfolgen. Das heißt, es wurde abgespeichert, bevor wir zur K-Bar gefahren sind. Okay, das heißt, das muss ich nochmal machen. Aber was ich auf jeden Fall machen muss zur Sicherheit, ist abspeichern. Normalerweise speichere ich immer, wenn ich mich verabschiedet habe, weil ich meine, es muss ja nicht unbedingt in der Aufnahme drin sein, aber diesmal muss ich unbedingt zur Sicherheit speichern. Ja, da bin ich einfach rausgeflogen. Ja, ganz toll. Gut, dann fahren wir da rüber. Müssen wir leider halt nochmal mit dem Typen quatschen. Ist einfach das Spiel abgeschmiert. Das ist bis jetzt noch nie passiert. Wenn das auch nicht nochmal passiert, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn das jetzt genau vor... Also bei dem bisschen, was ich da nur noch zu tun habe, wenn das da jetzt nochmal, also noch öfter passiert, dann wird es problematisch, weil dann muss ich wieder extrem viel zusammenschneiden, muss schauen, dass auch alles synchron ist und so. Oh, ich hätte schon gedacht, ich muss jetzt den Martial Arts Club auch nochmal machen, aber wir haben ja den Club, Martial Arts Club, das Martial Arts Turnier da.
Das habe ich ja vor dem Tod durch 1000 Schnitte gemacht. Und dadurch, dass das Rufzeichen weg ist, wurde der Martial Arts, das Martial Arts Turnier sicher auch gewertet. So. Dann fahren wir da jetzt rüber. Ja, ein bisschen ärgerlich, aber dafür kann ich ja nichts, wenn das Spiel einfach so abschmiert. Aber bis jetzt ist, also das war das erste Mal, dass ich so einen groben Fehler hatte. Was mir jetzt halt seit den letzten zwei Aufnahmen immer wieder passiert ist, dass wenn ich das Spiel starte, dass es im Fenstermodus startet und nicht Vollbild. Aber dann schließe ich einfach das Spiel und starte es nochmal neu, dann habe ich es in Vollbild. Also dann ist wieder in Vollbild. Das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Aber das war jetzt der erste Absturz von dem Game. Ich habe keine Ruckler, sonst gar nichts. Also es läuft für ein Spiel von 2012, 2013 echt sehr flüssig. Ja, da war ich jetzt gerade so im Reden, dass ich gar nicht gesehen habe, dass ich da abbiegen muss. Ist nicht so einfach, wie viele denken. Gleichzeitig quatschen und zocken und sich konzentrieren. Das ist nicht einfach. So. Dann quatschen wir jetzt nochmal mit Katusch. Genau, mit Iliana wegen Katuschka. Guys I'd like to particular. Anything like that? You should talk to Mr. Chen. He had a real thing for her. I think they were, how do you say it? Special friends. The special friends, das würde ich aber nicht als enge Freunde ins Deutsche übersetzen. So, wir kaufen natürlich noch das die Wohnzimmereinrichtung. Okay. I'll deliver it myself. Will you be home later? Perhaps you can help me slide it into place. So, haben wir das. Sehr gut. Dann reden wir jetzt mit Mr. Chan. Ah, diesmal hat er einen schwarzen Anzug an. It's Mr. Chan to you. What do you want? I got a couple questions about Katushka. Why the hell would I tell you anything? My name's Wei Shen. Maybe you heard of me. Little shits like you aren't usually so fast to insult the Sun on Yi. Wei Shen. I'm so sorry, Mr. Chen. I didn't know. I have nothing but respect for that Sun on Yi. Please, I will help you any way I can. How do you know Katushka? We are friends. Friends? Well, fuck with me, Chen. Okay, okay. We had an arrangement. I paid for her apartment, got her clothes, jewelry. She was appreciative. Have you seen her recently? No, not for a week at least. She hasn't returned my calls either. Where is this apartment? I'll give you the address. Anything else? She asked me to get her papers, a visa. But I do not know how to get papers. I cannot marry her. I got a wife already, you know? So, das gleiche brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Falls es jetzt nochmal passiert, damit wir den Kram nicht nochmal machen müssen, speichere ich da jetzt manuell. So. So, perfekt. Dann gehen wir da jetzt raus. Ah, ich muss durch die Hintertür raus. Alles klar. Gut. Scheint auch flüssig zu laufen. Ich habe nämlich dazwischen die Aufnahme nicht beendet. Oh, Katushkas Apartment ist da hinten. Okay, es scheint jetzt nicht nochmal abzuschmieren. Bin ich sehr froh. Ich hoffe, ich kriege das hin, dass die Aufnahme synchron ist. So. Ah, Schloss knacken. Wie war denn das nochmal mit dem Pfeiltasten? Ah, stimmt, das war ja so. So, und das letzte, sehr gut. Rein mit uns hier. So, ab da nach oben. Okay, die Wohnung wurde durchwühlt. Der Bildschirm ist kaputt. Schade, den hätte ich gern mitgenommen. Nee.
Haben wir da irgendwas? Aha. Bild. Alles durchwühlt auf jeden Fall. Ah, hier ist ja noch ein Bild. Ist die gleiche Frau, nur in einem anderen Outfit. Okay, nichts Interessantes gefunden. Was haben wir hier hinten? Ja, vielleicht ist beim Kühlschrank was. Fotografieren Sie die Dokumente auf dem Kühlschrank. Okay. So, die laden wir mal hoch. Die schicken wir mal dieser... unserer... Teng, genau, Teng. Irgendwas mit T. Rufen wir mal Teng an und bereden das mit ihr. Wei, you might have found your man. The number belongs to Yarquai Lai, Fisherman Lai. He's affiliated with 18K. Runs a number of businesses along the waterfront. We think he's heavily into their smuggling operation. Know where I can find him? He likes to gamble. Frequents a little place in Central. I'll text you the address and his mugshot. Good. Maybe I can plant a bug on him, see where he takes the girls. How are you gonna do that? I'm gonna lose it to him. At poker. Okay, das heißt, wir wetten dann auf jeden Fall schon mal nicht viel. So, Fallupdate, Animierdame identifiziert, Katushka, Kampfspuren in Apartment gefunden, Fall auf 18K Schmuggler zurückgeführt. Ui, 18K, das ist aber nicht gut. Das ist gar nicht gut. 1200 Hongkong-Dollar ist jetzt nicht viel, aber wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. So, wir machen natürlich gleich den Fall weiter, weil wir eh schon in Central sind. So, wir hüpfen da jetzt einfach runter. So. Dann gehen wir hier ganz normal raus. So, weil da unten steht ja noch unser Motorrad. So, wir gehen jetzt natürlich beim Hintereingang wieder rein und gehen dann dort wieder raus beim Haupteingang. Beziehungsweise das können wir eh gleich so machen. Oh, eine Edelmassage. Nee, keine Lust. Das könnte ich eigentlich machen, wenn ich Mission wiederhole. Dass ich mir vor diesen Boost hole. Da muss ich nämlich nicht so viele wiederholen. Ich will da schon auf Stufe 10 kommen. War da was oder war das nur... Nein, das war nur das Licht. Oh, mein Motorrad steht ja richtig unpassend da. Jetzt komme ich da nicht mal vorbei. Muss ich erstmal mein Motorrad wegtreten. Oh, da steht ein Polizist. Nein, das heißt, ich darf keine Leute berühren. Jetzt kriege ich ja gleich einen Anschiss. So, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen die Kamera hochstellen, sonst ist das... Sonst habe ich kein gutes Sichtfeld. So, oh, mir ist hier falsch abgebogen. Aber ich glaube, wir können so auch fahren. Ja. Können hier auch abbiegen. So. Fahren wir da mal rüber. Mal schauen, ob das funktioniert, so wie sich Wei Shen das vorstellt. Indem wir einfach verlieren. So. Müssen da rein. Oh, da ist ja gleich die Straße. So, wir stellen da unser Motorrad hin, steigen ab und rein da. Kleiden Sie sich wie ein Highroller und passen Sie sich an. Achso, ich muss jetzt in den Kleiderladen. Okay, ich muss nichts kaufen. Na, das ist ja entspannt. Jetzt müssen wir zu den Docks. Wie schauen wir aus? Ja, ganz okay. Die Hosenfarbe passt halt gar nicht mit der Sakko-Farbe dazu. Also ich meine, die Hose ist ja viel dunkler. Das sind ja zwei verschiedene Grautöne. Das geht ja gar nicht. So, wir müssen da rein. Wie komme ich denn da am besten rein? Indem ich hier einfach reinfahre, alles klar. Gut, wir stellen hier unser Motorrad hin. Wir wollen ja nicht, dass die spawnt. Was? Jetzt muss ich mir ein Boot besorgen.
Okay, es wird ja... Hoppala. Ja, richtig komplex da mit dem Fall. Ja, ich weiß nicht, das... Ja, okay, Boote sind, glaube ich, eh alle die gleichen. Das sind zwar alle Kacke, aber was soll's. So, wir haben ein Boot. Und jetzt sollen wir zur Spielschunke fahren. Was? Spielschunke? Ah, okay, Spielschunke. Das Wort Junke habe ich auch schon lange nicht mehr gehört.